Hören Sie das hinter mir? Das sind 7000 Ehinger, die hier auf dem Volksfestplatz in Ehingen stehen und alle gemeinsam mit Nick P. auf der Bühne Party machen. Jetzt gerade lief ein Stern, der deinen Namen trägt, und alle, aber auch wirklich restlos alle, haben im Chor mitgesungen, mitgeklatscht, haben mitgetanzt oder mit diesen plastikglühenden Stäbchen in der Luft rumgefuchtelt. Es war ein gigantisches Bild. Ehingen ist heute Abend der Nabel der Welt. Die Leute haben Spaß und Freude an diesem Event Tour de Ländle hier, die 5. Etappe in Ehingen. Und wir treffen uns jetzt mit Nick P. und fragen ihn, wie ihm der Auftritt hier in Ehingen gefallen hat. Während wir hier darauf warten, dass Nick P. sämtliche Autogrammkarten unterschrieben und verteilt hat, sind wir hier auf die Familie Duttlinger aus Albstadt gestoßen. Die warten hier nämlich auch hinter der Bühne. Und jetzt frage ich mal, was machen Sie hier? Das Konzert angucken. Ja, aber jetzt hinter der Bühne. Sie stehen ja jetzt auch schon eine ganze Weile und Ihr kleiner Sohn guckt auch immer schon ganz gespannt zu Nick P. Warum? Er will ein Autogramm vom Nick P. Aber war das seine Idee, heute herzukommen, oder warum sind Sie heute hier? Das war seine Idee. Er hat heute Morgen im Radio gehört und hat gesagt, da will er hin. Und jetzt haben wir einen Abstecher noch hierher gemacht. Abstecher, man muss dazu sagen, die sind nicht direkt aus Albstadt hierher gefahren, sondern sie haben eine richtige Tagestour heute schon hinter sich, ne? Ja. Wo ging's hin? Erst nach Stuttgart und Wilhelma und jetzt anschließend hierher. Und dann nachher wieder nach Hause nach Albstadt. Und nachher wieder nach Hause nach Albstadt. Ja, das ist mal ein Geschenk. Wie hat es dir denn gefallen heute? Gut. Wie hast du das Konzert gefunden? Auch gut. Auch gut. Jetzt fragen wir doch auch nochmal die Mama, wie ihr das Konzert heute von Nick P. gefallen hat. Super. Einfach spitze. Gigantisch. Gigantisch. Und der Papa, jetzt nochmal zum Abschluss. Super. War echt super. Haben Sie denn bei Ein Stern, der deinen Namen trägt, mitgesungen? Richtig, ja. Dieser Mann hier neben mir ist schuld, dass 7000 Mann hier in Ehingen so eine Gänsehaut bekommen haben und bei Ein Stern, der deinen Namen trägt, mitgesungen haben. Nick P. heute hier in Ehingen. Frage, wie hat Ihnen hier heute das Konzert gefallen? Ich meine, Sie standen ja auf der Bühne, aber ich habe jetzt schon so viele vor der Bühne gefragt, jetzt will ich es mal von Ihnen wissen. Also mir hat es Spaß gemacht, mir und meiner Band hat es riesen Spaß gemacht, auf der Bühne hier zu stehen. Es waren ja unglaublich viele Leute hier und unglaublich tolle Stimmung. Die haben viele Songs von mir gekannt und das macht einfach Spaß, so auf der Bühne zu stehen. Kommen, so ein grandioses Konzert zu geben? Wenn es sich wieder mal ergibt, gerne. Wenn alle wiederkommen, alle mit dieser Stimmung und diesem Lachen in den Augen, dann bin ich gerne wieder hier. Das war ein ganzer Tag Tour de Ländle in Ehingen. Wir haben viele Leute heute Morgen schon um 5:45 kennengelernt, die ganz früh aufgestanden sind, um von Aalen mit dem Fahrrad hierher zu fahren. Wir haben vorher noch mit den Leuten gesprochen, die hier bei diesem Konzert von Nick P. dabei sein durften. Wir haben gerade mit dem Künstler nochmal selbst sprechen können und alle waren sich einig, der Besuch vom SWR hier in Ehingen war grandios und alle freuen sich darauf, dass das irgendwann mal wieder wiederholt wird. Hinter uns wird die Bühne mittlerweile abgebaut, das hindert die Leute aber nicht daran, hier vor der Bühne noch ein bisschen weiter gemütlich zusammenzusitzen, was zu essen, was zu trinken und den Abend ausklingen zu lassen. Das machen wir jetzt auch und wünschen euch einen wunderschönen Abend. Und für alle, die jetzt noch mitfahren, viel Glück und viel Spaß dann auch bei der großen Abschlussparty in Stockach.